Herzlich willkommen zurück in Folge 2 von Let's Play Star Trek Armada 3. Ich bin der Heizmeister, hier ist der Neo. Hallo Neo. Hallöchen. Und wir sind, wo Neo, sind wir wieder? Im Weltraum. Richtig. Und diesmal mit den Klingonen und ich habe die Piraten wieder mal getriggert. Ein bisschen. Ja, aber diesmal greifen sie zum Glück die Borg an. Wir hatten das genau letztes Mal das gleiche, wo wir uns danach bisschen an die Nase gefasst haben, weil wir die Borg so hart gefeedet haben. Und ja. Das wird wahrscheinlich wieder passieren. Und dieses Mal wird es aber wahrscheinlich Konsequenzen haben im Vergleich zu der Zeit. Ach ja, Konsequenzen. Ja, das passiert schon. Das ist kein Problem. Hast du Mass Effect gespielt? Weißt du, was Konsequenzen sind? Nein, ich habe zu meiner Schande wahrscheinlich nie Mass Effect gespielt, nee. Faster. Und ja, ich weiß, was Konsequenzen sind. Hey, aber ich kann Titan bauen. Yeah. Los geht's. Das Schwert von Kalis wird gerade gebaut. Oh ja. Es kommt sogar mit einer extra Portion Dacker fest eingebaut. Reinforcements have arrived. Ich will mein Handy auf vibrieren, ich höre trotzdem Sounds. Gutes Handy. We do not have the proper facilities. Okay, dann muss jetzt aufgerüstet werden. Ah, die Borg breiten sich auch immer weiter aus. Hallo Borg. Könnt ihr mal die Wurmlöcher erkunden? Gucken, wo die hinführen. Ach ja. Sag mal, Neo, forschst du eigentlich auch für Schiffe oder mehr so auf Technologien? Im Moment mehr auf Technologien. Meine Schiffe habe ich jetzt eigentlich schon. Kommt natürlich hier noch der schöne Titan, aber ansonsten habe ich eigentlich alle Schiffe, die ich haben möchte. Okay. Also generell wird es dann wieder auf. Ich werde es halt wirklich versuchen, das gleiche zu machen. Weil es hat sich bis jetzt eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, es wird sich sehr bewähren gegen große Borgschiffe, weil sie haben ja nicht viele, sie haben nur sehr starke. Ja. Und dann werde ich es wirklich wieder so machen, dass ich die Borg halt wirklich auf die Titanen generell, auf große Tanks sozusagen einfach fokussieren soll. Und der Rest wird halt dann einfach wieder weggedackert von hinten. Das hat, ich glaube, das wird funktionieren auf jeden Fall. Dann würde ich... Ja, nee, das funktioniert auch, aber dann würde ich nur schnellstmöglich deinen Titan bauen. Nukta and Pukta. Go over there. Aber mal gucken. Klingonen-Dacker. Yay. Piraten haben keine Chance hier. Okay, die Borg kommen aber ein bisschen gefährlich nah hier. Ich weiß ja nicht. I am ready. Hoffen, 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 hoffen. We have created a new weapon. So, der Tech Tree zum Titan ist schon durch. Lass uns eigentlich ein bisschen Geld sparen. Wo es ein bisschen knapp wird, ist echt die Lithium. Hast du keins? Keines ist naja, drei Income ist schon ein bisschen wenig. Ja, das stimmt.
Deshalb brauchst du auch diese zivile Forschung. We do not have the proper research. I am ready. Oh, jetzt sind die ersten Bugs hier vorbei. Oh, es ist ein Capital Ship. Ach Gott, es gibt denn. Der Cardassianer hat direkt den Planeten vor dir eingenommen. We have created a new weapon. Wird er zusehen, wie er ihn verlieren wird. Hey, sicher? Müssen wir uns jetzt schon gegen die so ziemlich verteidigen anscheinend. Ich meine, die hängen erstmal bei den Romulanern rum. Das ist für mich erstmal gut. Oh, wo sind die denn hier? Da. Doch. Ne, der Scout soll nicht in die Flotte. Faster. Just show me where. Station construction complete. Station construction complete. We have created a new weapon. Na komm schon, Schwert von Kalis. Wann ist es denn endlich fertig? Oh, ich muss weiter forschen. Ja, deswegen habe ich bei mir jetzt erstmal komplett den Forschungsbaum schon durchgemacht. Ja, bei der Dreadnought. Was? Eine Marquis-Flotte? Wo? Ah, bei den Romulanern. Ahaha. Tja. Nee, warte. Nicht bei den Romulanern. Bei den Borg. Cool. Die Cardassianer breiten sich aber ungewöhnlich gut aus, finde ich. Also, das haben sie letztes Mal nicht gemacht. Letztes Mal waren sie die Ersten, die platt waren. Bei mir persönlich ist das, soll das bitte recht sein. Ja. Dann sind die deine Schutzschild sozusagen, ne? Ja, dann werden sie versuchen, ihre Ländereien quasi zu beschützen, wenn die Borg-Flotte dann mal kurz vorbeischnippert. Hehe. Das wird lustig. Also nicht für die, sondern generell. A battle has begun. Oh ja. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Just show me where. Einen Handelsplaneten oder einen Kulturplaneten? Scheiß auf Kultur. So, ich habe jetzt noch gleich genug Geld, dass ich den Titanen bauen kann. Das wird auch schön. Ist gut, ja. Also wenn du was brauchst, ich kann dir Ressourcen schicken, ne? Die Klingonen sind ziemlich stark, was Ressourcen angeht. Wäre halt wirklich eigentlich ja bloß hier die Lithium. Aber alles andere bin ich gut daher. Ach, das muss ich noch erforschen. Shit. We have created a new weapon. Ja, Stellaris geht jetzt alles viel schöner und angenehmer. Ja, Stellaris. Ist auch um einiges komplizierter, würde ich sagen. Stellaris ist komplizierter? Ja, und dauert ein bisschen länger. Dauert länger, komplizierter, mittlerweile gar nicht mehr. Also, wenn man mal ein paar Spiele von Paradox Interactive gespielt hat und daran Europa Universalis oder so, dann würde ich echt sagen, oder Crusader Kings, dann würde ich wirklich sagen, Stellaris ist eigentlich eins der einfachen. Achso, ich habe bisher nur Stellaris gespielt von Paradox halt. Also, ich finde das eigentlich ganz gut. Echt, ja, also generell Paradox ist halt echt gut, wenn es um Strategiespiele geht, beziehungsweise um die Mechanik dahinter. We have created a new weapon. We have created a new weapon. Stellaris geht auch ziemlich viel und das ist halt auch das Schöne dran. Also theoretisch kann man, wie ich jetzt das letzte Mal gespielt habe, kompletter Kontrast zu dem hier, aber komplett pazifistisch alles eigentlich spielen, ohne Probleme. Oh, jetzt geht's hier los. Gleich ist sie fertig. Fliegen die gerade die ersten Obelisken her und zerschießen gerade den Planeten. Ja. Hast du eine Sternbasis, die du bauen kannst bei dir? Fliegt ja erstmal bei einer Flotte rum. Okay, mach das. Vertreib die mal ein bisschen. Und da ist es, das Schwert von Kalis.
Eine Menge Dacker, reingepackt in ein kleines klingonisches Schiff. Naja, klein ist es nicht wirklich. Oh ja, jetzt geht's los. Vergiss die Jäger, bau nur Bomber, ne? Also die Borg haben ja gar keine Jäger. So, was wollen wir denn? Panzerung. Schockwellentorpedos oder Schilde. Schilde. Und los geht's. Agrak. We do not have the proper research. Another planet is ours. We have created a new weapon. Ein weiterer Planet für das klingonische Imperium. Kapla. Ah, ich kann einfach nicht anders. Neo, ich bin ein riesiger Nerd, oder? Könnte schlimmer sein. Ja, ne? Ja, da war ich ein bisschen zu spät. Der Planet ist verloren. Ah, oh, verloren? Ja. Er war nicht meiner. Hier vom. Ja, nee, Moment. Jetzt ist er deiner. Also, würde ich doch mal meinen, oder? Das spielt mir in die Karten, könnte man sagen. Ah, du warst leider zu spät. Nein, was für eine tragisches Ereignis. Tja. Honor and glory. We have created a new weapon. Station construction complete. On my way. Planetary research is complete. Ich kann meine Schiffsbaurate um 45% erhöhen, ne? Einfach so durch eine Forschung. Also mal gucken, wie schnell ich Schiffe rauspumpen kann. Research. We do not have the proper research. We do not have enough resources. Du hast angefangen, deine Dreadnought zu bauen. Ganz genau. Ja. A new weapon. Wo baust du die denn? Bei mir bei meinem Heimatplaneten gleich. Okay. Handelt sich mal wieder um die Excalibur. Excalibur. Schön viel HP, schön viel HP. Oh, guck mal, wer da gleich geradet wird. Nee, das wollen wir nicht. Würde eigentlich keinen Unterschied mehr machen mittlerweile. Vielleicht kriegen da wirklich das Borg-System und kriegen da auch die Mütze. Du musst ja Geld haben. Das ist ja. Was? Die haben aber anscheinend mehr als ich. Ja, verdammt. Ey, das Schwert von Kalis. Tja, welcher Planet soll als nächstes befreit werden? Go there. Nee, der hier. Da sind Trollianer drauf. Station construction complete. Station construction complete. Go over there. Faster. Honor and glory. Die haben die Planeten ja wieder eingenommen. Ist ja scheiße. We have created a new weapon. Na. Agrak. Nukta and Pukta. So, der Hälfte schon da. Ich habe ein Wurmloch erkundet. Es führt direkt in den Heimatsektor der Borg. Das habe ich mir gedacht. Yes. Ich gab nämlich nur zwei. Also. Tja, oh, Piraten. Du hast Defiant-Schiffe, ne? Kannst ja bauen, diese kleinen Defiant-Klasse. Da würde ich da einstellen, dass die automatisch Minen rauswerfen. Würde ich jetzt nur so empfehlen, weil das wäre ein wenig sicherer.
Minen sind nämlich extrem gut gegen die Capital Ships. Und die Borg haben ja nur Capital Ships. Also fast nur. Dann würde ich die mal erforschen, aber generell könnte ich das machen, ja. Ja. War nur ein Vorschlag. We do not have enough resources. Da hinten haben sie sich versteckt, ganz, ganz hinten im letzten Planetary Spiel. Research is complete. We have created a new weapon. Ach. We have created a new weapon. What is it now? Faster. Honor and glory. Faster. Da haben wir die Tullianer. Mal gucken, was sie können. We have created a new weapon. Und mal gucken, was unsere Dreadnought kann, das Schwert von Kaelis. Kaelis, der Unvergessliche. Research is complete. Ach, die haben es gerade alle enttarnt. Aha, sehr gut. Wir hatten ja vorhin die Frage, ob du ein Tillianer bist. Und die Antwort wird leider nicht zu deinem Gunsten aussehen. Das heißt. Naja, kommt drauf an, würdest du gerne als Nerd bezeichnet werden? Ja, ist kein Problem, absolut. Ich weiß es selber. Ja. Allerdings nur, was so Star Trek angeht. Ja, ja, ich meine, Kelle der Untergang. Ja. Und. Ja, mein Titan haut rein. Mal ganz ehrlich, lieber ein Trekkie oder was anderes, der sich in einem Gebiet gut auskennt, als jemand, der dann wirklich meint, hier ein auf KVI und so weiter. Meinst du, der seine frisch gewaschenen Dakimakuras am Balkon zum Trocknen aufhängt? Unter anderem. Das muss jetzt nicht gerade sein, also wenn sich vermeiden lässt, dann... Ja. Ah, ich weiß schon. Planetary Research is complete. Diplomatie? Nee, ist ja nicht ehrenhaft. I do not understand. So, wie ich sehe, haltet ihr die Borg da zurück. Einigermaßen zumindest. Ready to build. Na, endlich. Mein Konstruktionsschiff ist fertig. Was meinst du, wo ich die erste Sternenbasis bauen sollte? Im Wurmloch im Borg-System oder in meinem System? Immediately. Borg-System. Oh. Reinforcements have arrived. Okay, jetzt kommen noch mehr Herogen irgendschein. Let us get to work. Ich meine, ein System right mit A, ich hab's jetzt gerade nicht richtig lesen können. Station construction complete. Azeroth, wo auch immer das liegen möge. Das ist unser Stern. Ah. We have created a new weapon. Na also, das ist doch mal eine Flotte. Kleine. Just show me where. Was ist das da nochmal? Welches Schiff? Genau, mit welchem Schiff haben die nochmal Kirk und seine Crew die Buckelwale aus, von der Erde transportiert? Welcher Star Trek-Film war das nochmal?
Welcher Starter Quinn's war? Das ist eine gute Frage. Den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Mit ja, den ja, Wahlen. Natürlich kenne ich ihn. Ich muss jetzt zurück in die Vergangenheit. Genau, ich glaube, das war das Schiff hier, der Brell. Und dann landen die halt irgendwo mit dem getarnten Schiff in irgendeinem Park. Ja, ja. Und ja, ich war schon generell auch nicht im Park mehr, auf dem Hügel quasi schon. Fast im Park. Aber ja, ich weiß, ich kenne sogar noch. Ja. Nukta and Pukta. Noch so viele Planeten einzunehmen, so wenig Zeit. Enemy ships are on their way. Be ready. Ich habe Scout Cubes. Verdammt, das ist fast so schlimm wie Space Aids. Geht vorbei. I am ready. We are Klingons. Mach schon wieder. Was? Ich mach es schon wieder. Was machst du? Dann schaue auf den letzten Planeten in meinem System, wo es dann rausgeht zum... Ach, die... Moment, ich kann gerade nicht, weil ich habe gerade... Die Herojans haben jetzt beschlossen, mir einen Besuch abzustatten. Egal, spam einfach Geschütztürme. I do not understand. Our planet is under attack. Ah, keine Chance. Die Geschütztürme der Klingonen sind gut. Okay, mein Konstruktor hat's gerade zerlegt. Ich hätte ihn nicht durch das System mit den Tolianern schicken sollen. Ach. We have created a new weapon. Planetary research is complete. We have created a new weapon. Das Schlimme ist bei den Klingonen immer, dass die Forschung so viel kostet. Oh, nervt das. So. So, was hast du denn Schönes gebaut, Neo? Oh, ich sehe es, ja. Eine Excalibur und ganz viel Dacker. Funktioniert so schön. Und Voyager, hey! Station construction complete. I do not understand. Haha, go there! Faster! Oh, da sind wieder die Borg angekommen. Hey. Die kriegst du aber, glaube ich, oder? Ja, ich muss gleich mal ausprobieren, wie viel Schaden ich überhaupt mache. Our fleet We have created a new weapon. Vor allem, weil die... Wer ist denn da? Seven of Nine. So eine Schande, dass sie zerstören muss. Honor and glory. Station construction complete. We have detected a new planet. We do not have enough resources. Station construction complete. Station construction complete. Den Planeten hier möchte ich haben. Der hat viel Metall. Metall, das ich im Moment brauche, weil... Ach, verdammt. Ich werde schon wieder angegriffen. Jetzt wird mal geguckt, wie viel Schaden ich mache. We have created a new weapon. Den Rand hat's mir. Station construction.
Wahrscheinlich wirst du die wegfegen. Kannst dir mal einige Planeten dann von den Borg befreien. Mal gucken, wie viel du schaffst. Wahrscheinlich alle wieder. Station construction complete. Na. Wo will ich denn mein Schiffswerft hinbauen? Möglichst nah an der Frontlinie, also das hier da. Ja. Doch. Na hey, ich habe mein System gesäubert. Hast du schon ein System gesäubert, Neo? Nein, in der Tat noch nicht. Schade. Woman! We have created a new weapon. Wollen die jetzt gerade wirklich fliehen oder was wird das hier? Weiß ich nicht. Drehen auf jeden Fall bei. Die Borg fliehen? Station construction complete. Das gibt's nicht. Ich meine aber nicht weit kommen. Oh, ich könnte aber wieder forschen. Das wäre mal was. Naja. Aber das heißt erstmal. Forschen, forschen, forschen. Noch mehr forschen. Und solange ich forsche, macht man keine Pause. Ich bin der Heizmeister und man sieht sich wahrscheinlich wie immer im Weltraum. Bis dann.